Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und heute eines der spannendsten Themen, die wir so haben, nämlich Beziehungen und Partnerschaften. Ziehst du noch aneinander oder lebst du in einer Partnerschaft? Suchen wir uns die Partner aus, damit sie uns glücklich machen, damit sie uns erfüllen? Und wie schaffen wir es doch auch selber in uns so geheilt und kraftvoll zu sein, dass man wirklich nicht mehr den anderen im Außen benötigt, um glücklich zu werden? Und dieses spannende Thema bespreche ich heute mit unserem Bewusstseinscoach und Autor Klaus Medikus. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo, lieber Klaus. Hallo. Ja, Partnerschaften, ein super interessantes Thema, auch eines meiner Lieblingsthemen, weil das ist ja wirklich die Spielwiese des Lebens. Da lernen wir ja am meisten über uns selber kennen. Und was erfahren wir denn alles in unseren Partnerschaften über uns selbst? Also mir ist allein jetzt seit 2020 beispielsweise aufgefallen, je mehr Ängste in den Menschen wach werden, umso größer werden beispielsweise die Partnerschaftskonflikte. Mhm. Also es gehen auch Familien auseinander. Immer wenn wir von Ängsten gesteuert sind, ist das keine gute Basis, um Beziehungen zu gestalten. Und das spielt dann in der Partnerschaft natürlich eine große Rolle. Mhm. Also, und die Ängste sind ja erstmal in jedem individuell zu Hause. Also je mehr in mir ein Bewusstsein ist, in meiner Mitte zu sein, in meiner Liebe zu sein, und in mir die Liebe zu finden, kann ich die Liebe, die ich in mir finde, auch mit einem anderen Menschen teilen. Nur wenn ich in mir keine Liebe finde und Hass und Ablehnung erlebe und Prinz erlöse mich im Außen, eine Partnerschaft benutze, um Liebe zu finden, könnte man es fast als Missbrauch bezeichnen. Den Partner missbrauchen, ja, okay. Also, um das zu finden, was ich in mir nicht finde. Aber ich werde nie in einer Partnerschaft, also niemand kann im Außen mich von etwas erlösen, in dem ich selber drinstecke. Also wenn ich voller Wut, Hass oder nicht gelebter Wut, unterdrückter Wut bin, wenn ich voller Ängste bin, dann kann das eine Weile gut gehen. Aber die Rolle kann niemand übernehmen. Aber der Partner könnte dazu da sein, um die Emotionen bei mir hochzuholen, damit ich an meine Themen komme, wo mir noch was fehlt, oder? Nur bei den meisten Menschen wird dann der Partner als das Böse gesehen. Ja, genau. Der ist nicht für mich da. Der kümmert sich nicht um genau. mich. Ja. Jetzt kommt dann jemand zu dir oder kommen Paare auch zu dir oder einzelne? In erster Linie kommen einzelne Menschen zu mir. Meist ist es halt, wenn der Schmerz sehr groß wird, der fehlenden Partnerschaft oder wenn der Schmerz sehr groß ist, einer gerade zerbrochenen Partnerschaft. Und das wäre so die typische Situation. Was sind denn gerade so klassische Partnerschaftskonflikte? Was kommen jetzt für Klienten zu dir? Mit welchen Themen? Also gerade beim Thema Angst, wie projiziere ich das jetzt auf meinen Partner, dass er mich nicht beschützt oder dass er weggeht und nicht für mich da ist? Oder was sind da so die Kern? Also wenn ich von Ängsten geplagt wäre, habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, mich im Außen an einen Rettungsanker zu klammern. Und jetzt stell dir vor, an dir hängt ein Partner, der dich als Rettungsanker verwendet. Wie lange wird das gut gehen? Naja, solange wie ich retten will wahrscheinlich. Genau, solange du retten willst und daraus dich sozusagen in deiner Strategie wohlfühlst. Ich bin ja die große Retterin. Aber irgendwann wird es anstrengend und du sagst, das kann es doch nicht sein. Macht es dann mal Sinn zu schauen, wie man eigentlich retten wollte? Wir nehmen ja dann oft auch aus der Kindheit die Retterrolle für die Eltern ein, dass man, wenn man wirklich genauer hinschaut, vielleicht seinen Vater retten wollte oder
Also, und das nur überträgt auf den Partner? Über die Präsenz im Jetzt tauchen Muster auf, die häufig mit der Kindheit zusammenhängen. Aber die sind, wenn wir wirklich präsent sind, taucht das Muster auf, auch in einer, also von meiner Ich-Identifikation in der Stellvertretung zu sein. Also lebe ich wirklich mich selber oder lebe ich, täglich grüßt das Murmeltier, die Rolle von Mama oder Großmama oder Papa oder wem auch immer. Und das ist von unserem Bewusstsein vollkommen ausgeklammert. Und dann lebe ich gar nicht mich und erwarte im Außen, dass dann die Lösung kommt. Und das ist ja der Grund, warum die meisten Partnerschaften auseinandergehen. Weil im Außen die Rolle niemand erfüllen kann. Aber da gibt es genauso Phänomene wie beispielsweise, ich kann mich an einen Fall erinnern, da ist eine wirklich attraktive Frau da. Und die sagt, sie findet keinen Mann. Also das sind immer wieder Männer. Und dann kommen wir ganz schnell drauf, die Männer, die kommen, die suchen eigentlich nicht eine Frau, sondern eine Mama. Und sie ist sehr erfolgreich, tough und in allem, wo Männer, die eine schützende Mama suchen, die das suchen, Mama, das, was ich in meiner Kindheit vielleicht nie gefunden habe, jetzt in der Partnerin zu suchen. Wo diese zu merken am Anfang, die himmeln sie an. Und dann gibt es schöne Ego-Politur und da fühlt man sich ja wohl. Und dann merkt man, das funktioniert nicht, es geht nicht. Wie gingst du jetzt mit der Frau um, dass sie aus ihrer Mutterrolle rauskommt? Als erstes Mal zu schauen, bin ich, also dort war das Phänomen, bin ich als Mädchen willkommen? Aha. Also zu sagen, da ist jemand, also die Eltern, die einen Sohn haben wollten. Also ist als Einzelkind hochbehütet, geliebte Eltern aufgewachsen. Und dort dieses, darf ich überhaupt Frau sein? Bin ich in der Rolle als, ursprünglich ist es ja Mädchen. Wir kommen halt in dieser geschlechtlichen Identität als Junge oder Mädchen auf die Welt. Und bin ich mit der überhaupt willkommen? Sozusagen, sie hat gelernt, ihren Mann zu stehen. Okay. Und aus dem rauszukommen, was für Männer kommen dann an sie, Männer, die sozusagen erlöst werden wollen. Also da steht diese Frau in Anführungsstrichlein ihren Mann. Und jetzt kommen Männer, die diese Erlösung suchen und endlich eine Frau, die sich um mich kümmert. Und mit der meine Probleme alle weggehen werden. Geht maximal ein Jahr gut. Das war so die Erfahrung. Also dort ging es darum, wie kommt sie überhaupt an in ihrer Rolle, ursprünglich als Mädchen, also Präsenz im Jetzt. Ich bin als Mädchen willkommen. Das zu spüren, eine neuronale Bahn zu legen. Also nicht die Farbe über den Schimmel zu tünchen, sondern den Schmerz zu spüren, eigentlich als Mädchen falsch zu sein und darüber eine neue neuronale Bahn zu erleben. Hey, es ist einfach genau richtig und es ist meins, Frau zu sein. Spielt es da eine Rolle, wer ein Junge wollte, ob Mutter oder Vater oder wie manchmal ist es ja unbewusst. Ich glaube gar nicht, dass man so direkt immer an die Information kommt, wenn man jetzt zu seinen Eltern geht, wolltet ihr ein Junge, vielleicht sagen dann beide, nö, alles gut, wir wollten ein Mädchen. Oder wie kam sie an die Erkenntnis, nicht als Mädchen willkommen zu sein? Das ist ja das Phänomen, dass ich eben nicht mit Geschichten arbeite. Also auch ganz anders, wie wir es aus der Familienaufstellung kennen. Dort werden ja Geschichten gesucht. Ja. Und in der Präsenz, im Jetzt, kommt plötzlich nur die Erkenntnis. Eine Info auf. Und dann haben wir wieder einen ähnlichen Prozess, wie man es aus klassischer Arbeit kennt. Aber das Entscheidende ist ja überhaupt,
an das eine Bewusstsein. Info voranzukommen. Okay. Mhm. Und wenn wir präsent sind im Jetzt, ist es eine Präsenz jenseits von Gedanken. Weil sobald ich einen Gedanken habe, bin ich nicht mehr präsent. Also ich bin dann wieder präsent, wenn ich erkenne, einen Gedanken zu haben. Okay. Aber wenn ich in den Inhalt springe, bin ich nicht mehr präsent. Also springe ich gar nicht in den Inhalt rein. Mir wird dann in dem Moment nur bewusst, oder der Dame wurde bewusst, sie war als Mädchen genau. nicht willkommen. Und plötzlich können wir damit arbeiten, mhm. dieses nicht, den Schmerz im Nicht-Willkommen-Sein zu spüren und was braucht es dafür, in das Willkommensein zu kommen? Weil es ja nicht in der Vergangenheit ja, stattfindet. Und wie macht man das denn jetzt? Das findet im Jetzt statt. Aha. Also wo im Jetzt, also ja, wenn ich den Gedanken denke, mhm. Oder wenn ein Gefühl kommt, das aus meiner Kindheit stammt, in dem Moment ist ja aber nicht der Gedanke aus meiner Kindheit, sondern es ist ja eine Erinnerung, die jetzt stattfindet. Mhm. Das heißt, es hat nichts damit zu tun, was vor 20, 30, 40, 50 Jahren war, sondern es ist jetzt. Und in dem Jetzt hat das Ganze einen Ladungszustand. Mhm. Also das Bild hat einen Ladungszustand. Genau, dann kommt zum Beispiel Traurigkeit oder sowas. Da kommt eine Traurigkeit. Könnte sein. Und zu sagen, das ist die übliche neuronale Datenautobahn, mhm. dass bei dem Bild Traurigkeit kommt. Mhm. Und jetzt kann ich dieses in diesem Jetzt im Kern ist es eine Intention. Also mit der vollkommenen Klarheit, wie einer Klarheit, als Metapher ist es in vielen alten Traditionen, gibt es so die Metapher des Schwertes. Wie mich zu trennen von der Verkopplung. Ja. Und darauf basieren die Techniken, mit denen ich arbeite. Okay. Mhm. Dass ich mich trenne, verabschiede in diesem Moment. Aber was wir lernen müssen, ist eine völlig klare Intention mhm. zu setzen. Und mit der Intention verabschiede ich mich aus dem sozusagen Drama. Also es ist ja nicht das Vergangene. Mhm. Sondern aus der Verkopplung jetzt, im Jetzt, dass das Drama erscheint und ich bin in der Lage, eine neue Datenautobahn zu bauen. Mhm. Und das, also wir kommen im ersten Schritt an die alten Bilder über die Präsenz ran. Was wir brauchen, ist ein hohes Maß an Entspannung. Mhm. Also das heißt, in dem Ganzen auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Und es gibt ja ganz viel Verfahren, wir müssen etwas finden. Aber damit aktivierst du bestimmte Gehirnfrequenzen, die Kreativität quasi zerstören. Und für das Neue brauchen wir Gehirnfrequenzen, wo Kreativität fließen kann. Mhm. Also die Tiefschneeabfahrt, die noch nicht benutzte Abfahrt, uns selber neu zu erfinden. Und das geht über komplette Präsenz. Wenn wir wirklich lernen, präsent zu sein und mit Intentionen zu arbeiten, verändert sich unser Leben. Was war denn dann die Intention der Dame, die bei dir war? Die hat sich dann, hat dann. Also die ursprüngliche Intention war eben das Thema Partnerschaft. Ja. Und zu sagen, irgendwie fühlt sich's madig an. Mhm. Also so im Bayerischen gibt es diesen schönen Begriff. Und was braucht es, dass ich dort kein Bewusstsein für kriege, dort rauszukommen? Und zu sagen, keine Ahnung, dann lass uns doch mal schauen, wo führt dich der Schmerz hin? Mhm. Die sehr genau den Schmerz beschreiben konnte. Dass sie nicht erwünscht war als Mädchen. Und nee, der ist erst erschienen über eine letzte zerbrochene Partnerschaft. Okay. Mhm. Und ich werde ja überhaupt nicht von dem Partner gesehen, war das Drama. Mhm. Und zu sagen, er hat sie nicht gesehen, sondern er hat nur sozusagen gesehen, er wird erlöst, da ist Mama. Mhm. Aber er hat sie nicht wirklich als Frau gesehen.
Und das ist wieder, was bei ihr den Schmerz verursacht hat. Und jetzt gab es eine Umprogrammierung. Also wir könnten sagen, wie eine Umprogrammierung. Sie hat gelernt, eine neue neuronale Autobahn zu entwickeln und damit auf einen Reiz verändert zu reagieren. Mhm. Also, und dass eben nicht diese kortikale Entlastung eintritt, Reiz und Gefühl. Also da ist ein Mann, der sagt, hey, Mama, das wäre die kortikale Entlastung. Und sie sagt, oh, ja, komm ich her. Kann einen erlösen. Ja. Sondern zu sagen, Reiz, okay, spannend. Eigentlich würde ich jetzt da drauf sagen, oh, nee, kommt man nicht mehr in die Tüte. Mhm. Und ein anderer Mann, der eben nicht Mama sucht, der geht vielleicht gar nicht in das rein, Mama, und kriegt Augen wie Mowgli vor der Schlange K. Mhm. Sondern der hat einen ganz anderen Umgang mit ihr, wo bisher sozusagen diese kortikale Entlastung überhaupt nicht ihn als potenziellen Partner, also überhaupt nicht ermöglicht hat, dass sie ihn als potenziellen Partner erkennen kann. Mhm. Und plötzlich treten andere Männer in ihr Leben. Also das wäre ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass die Rolle des Partners schlichtweg nicht frei ist. Mhm. Also auch das kann passieren. Sagen wir den ewig her, den also für mich abgedrehtesten Fall, den ich da erlebt hatte. Eine Dame vielleicht, ich weiß nicht, war sie Anfang 30, sozusagen selbstständig tätig, er hatte eine Tochter von vielleicht 10 Jahren, alleinerziehende Mutter. Und zu sagen, die Frau findet keinen Mann. Also so Typ, wo du sagst, das kann es nicht sein. Wenn die einen Mann sucht, die müsste doch also sofort 10 da haben. Und dort zu merken, die Rolle war nicht frei. Und es war völlig abstrus, also von der Logik abstrus, weswegen die Rolle nicht frei war. Sie hatte geheiratet und ist wohl gleich schwanger geworden. Und ihr Mann hat sie noch verlassen, bevor das Kind auf die Welt, die Tochter auf die Welt gekommen ist. Mhm. Und zu sagen, okay, was immer genau dahinter steckte. Also so ein ziemliches Drama, sozusagen, was du in der Ehe haben kannst, schnell geschieden. Und ihr Bruder, der aus allen Poren Papa. Und das ist das Tollste, Papa zu sein, Vater von 5 Kindern. Und der, also der nicht mal verstehen konnte, ihren geschiedenen Mann, den Vater von der Tochter, wie man als Mann ein solcher Idiot sein kann. Also der nur darauf reagiert hat, das kann doch nicht sein. Und liebevoll die Tochter der Schwester quasi mit aufgenommen hat, sich drum gekümmert hat, aber wirklich auf eine gute Weise, dass die Tochter weiter bei der Mama blieb und mit seinen Kindern zusammen aufgewachsen ist. Dass du sagst, eigentlich idealer kann es nicht sein. Die Frau war in einer totalen Dankbarkeit gefangen, dass die Rolle ihres Partners eigentlich besetzt war durch den Bruder. Durch den Retter, ja. Durch den Retter in dieser Not, in diesem Drama, was sie über diese Ehe hatte, also die nur ein paar Monate gedauert hat. Aber durch dieses Drama ist danach die Rolle quasi aus Dankbarkeit gar nicht frei gewesen. Wie das ins Bewusstsein getreten ist und wieder dieses Ich bin frei, hat es keine 2 Monate gedauert. Und sie hat einen Mann gefunden, den sie ein Jahr später geheiratet hat. Und mein letzter Stand war, jetzt seit Jahren mit dem verheiratet ist. Und zumindest von außen wirkt es nach einer erfüllten Partnerschaft. Aber es ist die Rolle war nicht frei. Mhm. Und logisch hätte ich auf so einen überhaupt nicht draufkommen können. Über diese Präsenz im Augenblick ist ja spannend, was da auftaucht. Das Gefühl,
den Schmerz auf Silbertablett zu legen, taucht plötzlich die Information, wo ich sage, aus dem Quantenfeld, aus dem Nichts, aus der Leere auf, wo es so schichtweise, das kann manchmal sehr schnell sein, manchmal dauert es ein paar Wochen, kommt plötzlich eine Info und zu sagen, ah, die ist es. Und mit der kann dann die Person, die Dame, selber arbeiten. Also die wird von nichts therapiert, sie wird von nichts geheilt, sondern wie kommst du in dein Bewusstsein, der Schöpfer dieser Wirklichkeit zu sein? Und das ist das Beeindruckende dabei. Also wo es eine Reise ist in diese unbekannten Gefilde, eine Entdeckungsreise, in diese unbekannten Gefilde, wer oder was ist denn das hier? 70 Billionen Zellen, die ständig in einem Prozess der Erneuerung des Gehens und Vergehens sind. Quadrillionen von Atomen stecken da dahinter. Also das ist ein Zusammenspiel einer puren Lebendigkeit, wo wir uns eine Geschichte dazu erfinden, die wir für die Wirklichkeit halten. Und diese Geschichte, die wir für die Wirklichkeit halten, die ist, das meine ich mit die Box, unsere ja. Lebenslüge, das ist, wo wir uns selber was vormachen. Mhm. Also ich bin doch viel mehr als die Geschichte, die ich von mir glaube. Ja. Und dort auf die Entdeckungsreise zu gehen, das ist die Grundlage bei den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, um plötzlich von einem gefüllten Leben in ein erfülltes Leben zu kommen. Also du kannst das Leben mit ganz viel füllen. Mhm. Du kannst funktionieren. Also so dieser abgewandelte Werbespruch einer großen Möbelfirma, funktionierst du noch oder lebst du schon? Mhm. Also das ist ja eigentlich so die Frage. Und solange wir funktionieren, können wir nie zu einer wirklichen Erfüllung gelangen. Wir können Ersatzhandlungen haben, um zu etwas Ähnlichem wie einer, also damit es sich halbwegs erfüllt anfühlt. Aber eine wirkliche innere Erfüllung finden wir damit nie. Mhm. Super. War wieder so interessant mit dir. Vielen Dank für diese tollen Beispiele. Wenn man jetzt wirklich nochmal in die Tiefe sich informieren möchte, hast du da gute Quellen? Also ich empfehle halt immer mein Buch Selbstheilkraft, eher wie aus Bewusstsein Realität wird. Dort sind auch Beispiele angefügt, wie überhaupt Gesundheit entsteht und wie Krankheit entsteht und was es braucht, um in der eigenen Mitte anzukommen. Eine neue emotionale Signatur zu finden, wie wir das erschaffen können, das ist die Basis unserer Selbstheilkraft. Und dann biete ich daneben noch an, für Menschen, die wirklich was verändern wollen, die können sich bewerben für ein kostenfreies Beratungsgespräch, wo wir uns eine Stunde damit auseinandersetzen, wie ist heute die Situation, wo willst du hin und mit welchen Schritten kannst du das in welcher Zeit zu einer hohen Wahrscheinlichkeit erreichen. Super. Sehr interessant, lieber Klaus. Vielen Dank und bis hoffentlich bald mal wieder. Gerne. Ja. Danke dir. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, falls Sie Kontaktdaten möchten zu unserem Gast, dann gehen Sie einfach auf unsere Webseite www.qs24.tv, können Sie in die Suchleiste den Namen eingeben von unserem Gast, jetzt in dem Fall heute Klaus Medikus, und dann finden Sie alle Interviews mit ihm, die Verlinkung zu seiner Webseite und. Also ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Zum Thema, ist der Platz neben mir besetzt oder nicht, erfüllte Partnerschaften und nochmal genauer hinschauen in die Tiefe, was einen da wirklich so ein Stück weit auch vielleicht blockiert. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald. Tschüss.